Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry. Wir haben in der letzten Folge eine Todaufgabe gemacht und eine Übergabeaufgabe. Und nun geht es weiter mit dieser hier. Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör, meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Ach ja. Okay. Wie jetzt? Achso. Hä? Ja. Finde Nadja und ihren Liebhaber. Äffchen! Ah, apropos Äffchen, mir fällt gerade was ein. Wie stehen wir denn eigentlich munitionstechnisch? Sturmgewehre, weil wir haben doch... Ich glaube, wir holen uns eine neue Waffe. Obwohl der Schaden hier sehr gering ist, dafür aber die Genauigkeit hoch. Die Schussfrequenz ist höher. Na, schauen wir mal. Ich bleib jetzt erstmal bei dem M4. Die beiden können wir uns sowieso noch nicht leisten. Was kann die hier? Nicht viel mehr. Also wir bleiben erstmal beim AK. Sturmgewehrmunition. Gut. Mal schnell ausstatten. Wenn wir eh schon dabei sind. Und weiter geht's. Achso, und noch einmal eine ganz kurze Pause. Und wieder da. Ich musste nur mal ganz schnell gucken, wie man hier Granaten wirft. Da hatte ich nämlich vor einiger Zeit mal Probleme bei der zweiten Todaufgabe, glaube ich, war das. Wollte ich eine werfen und nichts passierte. Ich würde gerne zu meinem Auto zurück. Lepti-di-da-di-da-di-da. Da ist es ja. Was? Nein! Oh. Okay. Ich wollte doch nur mein Auto holen. Äffchen! Mal gucken. Ist ja nicht gesagt, dass man hier nicht auf einmal überfahren wird. Da habe ich ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Also nicht mit dem Überfahren werden, aber zumindest mit dem Fast überfahren werden. Oha. Befreites Gebiet von aggressiven Tieren. Das ist ein grünes Blatt, das nehme ich mal schnell mit. So, haben wir auch gleich noch die aggressiven Pflanzen entfernt. Ich
lasse mich wieder viel zu leicht ablenken, kann das sein? Ist ja schrecklich. Gut. Ah, da vorne, das dürfte Nadja sein. Ach du Scheiße. Komodo-Warane. Mit den Viechern habe ich gerade ein bisschen Schiss. Ich muss gleich mal gucken im Tutorial, ob die hier, wie auch in der Realität, giftig sind. Das wäre mal durchaus gut zu wissen. Das ist der Freund, hä? Ja, plündern wir mal. $1. Wow. Reiche Schnösel, hä? Hey Schätzchen, komm mal runter, ich komm nicht hoch. Doch, jetzt. Hi! Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen, aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Dankeschön. Gut, wow, $500 hat uns das eingebracht. Gut, 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 gut. Guatemala. Ach ja, genau, die Varan. Das Varan-Tutorial. Wo kann man das denn? Nee, das ist jetzt hier alles nicht das, wo ich hin will. Ah, da, Tierwelt. Komodo-Varan. Der Komodo-Varan ist ein Raubtier, das alles frisst, vom Vogel bis zum Hirsch. Ein Biss von ihm ist in der Fiene, so ein Schmerz hat. Okay, das heißt, ich nehme an, sie haben hier tatsächlich realitätsgetreu umgesetzt. In Form von Vergiftungen. Nein, ich möchte nicht mit dem Auto eines Mörders fahren. Ich habe da hinten mein Quad. Gut, dann bleibt uns, so wie ich das sehe, noch eine Aufgabe. Da ist sie.
Pfad des Jägers. Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Okay. Ich bin allerdings gerade am Überlegen, ob wir uns nicht nochmal einen größeren Geldbeutel machen. Wartet mal, was brauchte man dafür? Brieftaschen. Kasuarleder 2. Das Problem ist, wir haben eine ganze Menge Geld. Und aber gut, vielleicht kriegen wir das ja auch für irgendwas ausgegeben. Was haben wir denn überhaupt für eine Waffe? Ich würde sagen, wir holen uns mal eine neue Pistole. Und zwar die 44 Magnum. Kaufen. Okay. Achso, dafür brauchen wir dann einen neuen Waffenplatz. Ah. Zurück. Gibt es vielleicht noch eine bessere Schrotflinte? Nein, wir haben nur die beiden. Ja gut, dann belassen wir das erst einmal dabei. Körperpanzer, hey. Okay. Aha. Ach ja, okay. Ach nö. Das lassen wir jetzt einfach mal bleiben. Spezielles, was gibt's hier? Universalwerkzeug. Zur Reparatur von Fahrzeugen. Mhm. Leuchtpistole. Kurvebogen. Nicht genug Geld. Halte diese Waffe gratis, aktiviere 2 weitere Funktürme. Gut, alles klar. Dann lassen wir das erstmal. Wir haben auch nur noch $684. Das sollte erstmal reichen. Was möchtest du kaufen? Nichts. Wiedersehen. Tschö. Ah, jetzt haben wir da auch diese blaue Anzeige. Das ist dann wahrscheinlich der Panzer. Ah, oh, ein neues grünes Blatt. Yes. Komm zu mir. Direkt verwenden, direkt verwenden. Dass der Beuterucksack leer bleibt. Ist der schon länger da? Nee. Was ist hier geschehen? $1. Naja. Naja, vielleicht wollte er meinen Quad klauen und hat dabei einen elektrischen Schlag bekommen. Sowas kann gefährlich sein. Unterschätzt mir niemals statische Entladungen, Freunde. Muss man hier doch irgendwie rechts ab, oder? Ja, fahren wir mal hier einfach querfeld ein. Oh mein Gott, nicht gut. Können gehabt, würde ich sagen.
sehen wir schon die nächste Klippe runterstürzt. Naja, es geht.